Wie fühlen Sie sich nach den 5 Niederschlägen von gestern Abend? Die waren gestern Abend, ne? Ja, gestern Abend, ne? Wie geht's Ihnen dann? Gut? Heute geht's mir gut. Geht's wieder gut. Sie haben sich bei irgendeinem Niederschlag den Knöchel verletzt. Sind Sie umgekippt? Er ist umgekippt, ich weiß, er hat mir das vorher erzählt. Sagen Sie mir, hatten Sie schon vor dem Kampf den Eindruck, dass Sie hier einem stärkeren Gegner gegenüberstehen? Kann man das als Mut bezeichnen, dass Sie gegen Oscar Bonavena gekämpft haben? Oder war das die Vorstufe für das, was man über Sie las, dass Sie jetzt die Handschuhe an den Nagel hängen wollen? Ich fand Sie in der zweiten Runde besser, muss ich Ihnen sagen, als jetzt im Augenblick. Ich fand Sie echt besser, denn da taten Sie was und jetzt schweigen Sie. Warum schweigen Sie? Na, Ihr Lächeln ist ja auch ganz hübsch. Also machen wir eine andere Frage, wenn Sie auf die nicht antworten wollen. War vielleicht der Gewichtsunterschied zu groß? 18 Pfund. Auch nicht. Der Gewichtsunterschied war also auch nicht so groß. Dann gestatten Sie mir vielleicht noch eine weitere Frage. Ich hoffe auf eine Antwort. Was machen Sie demnächst? Boxen Sie weiter? Gehen Sie nach Amerika? Werden Sie wieder Schauspieler? Oder wie sieht's aus? Auch nicht. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Es war reizend. Ich mich auch. Es war sehr aufschlussreich und es freut mich, dass Sie nach wie vor dem Boxsport mit freundlichen Augen und Worten gegenüberstehen. Vielen Dank für das. Bitte schön, deswegen haben wir ja, Herr Grub, heute Abend auch einen großen Teil unserer Sendezeit dem Boxsport gewidmet. Das war der Grund.